So, einen wunderschönen guten Abend nach draußen im sogenannten weltweiten Web. Es ist dunkel, wir haben 18 Uhr und der erste Teil unserer zweiteiligen Serie über Migräne heute Abend startet. Der Jörg macht nachher um kurz vor 7 weiter. Ich darf heute den theoretischen Teil beschreiben und wünsche allen, die jetzt daran teilnehmen, eine interessante Vorlesung, einen interessanten Vortrag. Und wünsche, dass Sie wieder viele Fragen stellen und hoffe, dass Sie wieder viel mit nach Hause nehmen können. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Carsten Pötter, ich bin Apotheker, ich bin seit über 25 Jahren im Bereich Regulationsmedizin unterwegs, entwickle eigene Rezepturen und habe mit dem Jörg zusammen, der nachher diesen Vortrag fortführen wird, die Akademie Bewusstseinsmedizin gegründet, wo wir Patienten, Therapeuten zusammenfügen, die die Welt anders betrachten wollen, lernen. Und die Zusammenhänge erkennen möchten oder Zusammenhänge erkennen und in diesem Kontext versuchen, anders zu agieren. Wer von Ihnen ist denn unter Mig oder ist denn von Migräne betroffen? Mal kurzes Feedback. Wer hat da mit dem Thema zu tun? Damit ich weiß, wer hier in Resonanz gehen kann und wer nicht. Okay, einige sind dabei. So, mein Thema wird es heute sein, Sie so ein bisschen über das klassische Bild zu informieren, den Hintergrund, der sich hinter diesem Phänomen Migräne abbildet und was Sie tun können, um das Thema zu klären. Das wird also mein Teil, den praktischen Teil in seiner Übungsarbeit vorstellen und kann Sie nur einladen. Nichts ist unmöglich. Es ist nur dann unmöglich, wenn das in Ihrem Kopf hinterlegt ist als Glaubenssatz. Dann ist es unmöglich. Aber wenn Sie wissen, nichts ist unmöglich, dann können Sie letztlich alles tun, wenn Sie die Türen dafür öffnen. Und da möchte ich Sie so ein bisschen neugierig machen, so ein wenig anschieben, damit Sie selber auf den Weg machen können. Ja, die Vorlesung beginnt. Ich werde eine kurze Einführung geben. Ihnen eine kleine Beschreibung der krankheitsbezogenen Symptome liefern, das ist was hier unter Pathophysiologie steht, und beschreibt dann die Kennzeichen der konventionellen Therapie, die Sie kennen, die betroffen sind, und beschreibt dann so meinen Teil, der dann darüber geht, das vernetzte Bild zu beschreiben über Organanalogien, stehen dann die Heilmittelkomplexe vor, die ich entwickelt habe, und fasse Ihnen dann das Ganze nochmal zum Schluss zusammen. Gut, dann gehe ich mal mitten rein ins Geschehen. Schauen wir uns mal an, was Definition der Migräne ist. Unter Migräne wird eine chronisch rezidivierende, anfallsweise auftretende, halbseitige Kopfschmerzversion verstanden. Wobei die Frauen ca. viermal häufiger betroffen sind als Männer. Die liegt ungefähr bei 16 bis 24% und die Häufigkeit bei Männern liegt bei 6 bis 8%. Wobei wir da mittlerweile auch schon eine steigende Tendenz feststellen können, was nicht zuletzt mit der Zwangsfeminisierung der Männer zu tun hat. Es gibt ja kaum mehr echte Männer, die also Mann sein dürfen. Das, was also heute im Laufe der letzten Jahre passiert mit Männern, ist ja eine Katastrophe. Also würde das Abendthema heute leider sprengen, um Ihnen darüber was zu erzählen. Aber alles, was an weiblichen Tendenzen indirekter Natur und direkter Natur läuft, nicht nur bei Frauen selbst und das, was Männer von den Jungs so erleben, führt dazu, dass die Migränehäufigkeit oder Migränetendenz bei Männern doch entsprechend zunimmt. Ja, ich werde mich bemühen, entsprechend langsam zu sprechen. Das Seminar wird aufgezeichnet. Also die sich angemeldet haben, können ab morgen diesen Vortrag noch einmal in langsamer Geschwindigkeit Revue passieren lassen. So, es gibt zwei Formen der Migräne. Es gibt einmal die einfache Migräne, das ist die ohne Aura. Hier geht es, das wesentliche Merkmal ist, dass der Kopfschmerz langsam zunimmt, ohne physiologische Erscheinungen drumherum, also neurologische Erscheinungen. Sie hält zwischen 18 Stunden und 3 Tagen an. Und die Begleitsymptome, die klassischen, sind einmal Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheu und Geräuschempfindlichkeit. Das sind die wesentlichen Begleiterscheinungen, die wir in der einfachen Migräne vorfinden. Und in der klassischen Migräne, das ist die mit Aura. Hier finden wir deswegen heißt sie Aura-Migräne. Vor den Kopfschmerzen haben wir neurologische Ausfallerscheinungen, die mit Parästhesien zusammenhängen, also Gefühlsstörungen, abnormale Empfindungen und Kribbeln. Dann haben wir Augensymptome, das Flimmern und das berühmte Funkensehen,
Das ist das, was die Migräne ist, Sprachstörung und Parese. Paresen sind unvollständige Lähmungen. Im Gegensatz zur Paralyse, vollständige Lähmung, geht es hier darum, dass sie gewisse Körperteile nicht mehr kontrollieren können, können die Arme nicht mehr heben oder die Beine nicht mehr heben oder können sonst irgendwie gewisse Sachen, die muskulärer Natur sind, nicht mehr beeinflussen. Das sind so die klassischen Symptomatiken oder Erscheinungen, die mit der Migräne einhergehen. Zu den Ursachen gibt es klassischerseits nicht viel zu erzählen. Die Schulmedizin oder die normale Medizin kennt bis heute keine Ursachen oder sie sagt, es sind nicht erklärt. Das, was sie herausgefunden haben, wie immer, wenn nichts erklärlich ist, müssen dann die Gene ranrücken. Also die genetische Rolle wird dann immer herangezogen, wenn die Feststellung getroffen wird, dass also nicht nur die Person selbst, sondern auch mehrere Familienangehörige unter diesem Leiden oder mit dem Leiden zu tun haben, dann ist immer eine Genetik ein wichtiger Punkt. Was wichtig oder was überwiegend bei vielen der Fall ist, ist eine veränderte Gemütslage, ein besonderer Schlafrhythmus, ihr Sexualtrieb, Körpertemperatur und ein veränderter Serotoninspiegel. Das sind also alles Merkmale, die aber erstmal nichts über die Migräne selbst aussagen, sondern das sind Phänomene, die sich in der Physiologie äußern. Zu den einzelnen werde ich im Laufe dieses Vortrags noch was ausführen. Dann, was ganz wichtig ist, ist der Hormonzyklus, das Alter und die Einnahme von verschiedenen Medikamenten. Es gibt Stoffe, die solche Phänomene im Kopf eben auslösen, sie selbst aber nicht verursachen, sondern nur auslösen und dann auch für solche Attacken verantwortlich sind. So, das sind also die klassischen Ursachen, die wir heute erzählt bekommen. Und da in der Schulmedizin nicht klar ist, wo es herkommt, können die nur etwas über auslösende Faktoren erzählen. Das ist einmal physischer Stress, psychischer Stress, Alkoholgenuss und dann tyraminhaltige Speisen, die wir überwiegend in der Schokolade und im Hartkäse vorfinden. Und der überwiegende Teil, den fast zu 90% der Frauen betreffen, die unter Migräne leiden, das sind die Menstruationsbeginn-Thematik. Also immer dann, wenn sich die Regel anbahnt, haben diese Frauen dann auch Migräneattacken, die sich dann fast wie die Uhr einstellen lassen. Womit das zu tun hat, das will ich im Laufe dieses Vortrags noch ein bisschen beleuchten. So, was passiert im Laufe dieser Migräne? Die Auslösung, die habe ich gerade genannt, also nochmal diese vier hier, Stress, Alkohol, tyraminhaltige Speisen und dieser Hormonschub, der mit Beginn der Regel beginnt, setzt bestimmte Stoffe frei. Und zwar sind das insbesondere vier, die Schulmedizin kennt. Das ist VIP, das heißt nicht Very Important Person, sondern das heißt vasoaktiven intestinalen Polypeptid. Dann haben wir die Substanz P, das ist ein simples Neuropeptid, das mit Schmerz zu tun hat. Und was ganz wichtig zurzeit in der Diskussion ist, ist das CRGP, das Calcitonin-Gen-Related Peptid und Stickstoffmonoxid. Das sind alle Stoffe, ich muss mal meinen Zauberstab hier aktivieren, das ist der hier. Das sind alle Stoffe, die in der Umgebung, die also Parameter im Kontext der Migräne darstellen, wobei sich die Schulmedizin auf die einzelnen Dinge stürzt mit dem Ziel, das hier zu beeinflussen. Und der neueste Clou ist, besonders im Bereich der CRGP-Therapie, ist, dass es da eine Antikörpertherapie gibt. In der klassischen Schulmedizin ist es ja so, dass versucht wird, der Mechanismus auf der Molekularebene zu dekodieren und dann nach Prinzipien zu fahnden, die es möglich macht, das, was hier besteht oder geschieht, zu beeinflussen. Das ist ja der Hauptgrund. Warum das passiert, auf welchem Kontext das beruht und welchem geschichtlichen Hintergrund das hier als Abfolge dient, das wird in der Medizin leider nicht gefragt. Deswegen ist hier leider Substanz und Materie bezogen. Mein Thema wird es sein, Sie so ein bisschen mit dem Kontext zu beschäftigen, damit Sie der Frage oder damit Sie die Frage beantworten können, warum ist das überhaupt so? Und erst wenn diese Substanzen freigesetzt sind, das führt dann zur sogenannten Gefäßerweiterung, die dann ihrerseits den Trigeminusnerv aktiviert. Und dieses Neuron oder diese Neuronen des Trigeminus setzen dann die sogenannten Entzündungsmediatoren frei, also Substanzen, die den Schmerz und dann letztlich überhaupt erst diese Prozesse im Kopf links oder rechtzeitig freisetzen. Und das ist dann der Ablauf, der dann entweder 18 Stunden oder 72 Stunden lang ablaufen kann, je nach unterschiedlicher Prominenz. Das sind also zunächst einmal die unterschiedlichen Prozessabläufe.
Ist das bis hierhin verstanden? Gibt es jemanden von Ihnen, der unter Migräne leidet, der dazu schon was sagen kann oder der dazu eine Frage hat, die ich beantworten kann? Das sieht offenbar nicht so aus. Dann mache ich hier meinen Vortrag weiter. So, jetzt gucken wir uns die konventionelle Therapie an. Die werden die kennen, die mit Schulmedizin zu tun haben. Das sind einmal die Triptane, Ergotamine, das sind die Mutterkornalkaloide oder Abkömmlinge davon, die bis in die 90er Jahre aktiv waren. Analgetika, normale Schmerzmittel und Antiemetika sind brechreizverhindernde Mittel. Ich will nicht zu allem was erzählen, sondern will nur kurz die Triptane herausgreifen, weil das sind die Werkstoffe, die die im Grunde genommen den neuesten Substanzen entsprechen, die in der aktuellen Migränetherapie am Markt sind. Triptane, der klassisches oder ursprüngliches Triptan war das Unasumatriptan, das ist der hier, das ist der Klassiker, damit hat das angefangen. Alles, was danach kam, Risatriptan, Naratriptan, Eletriptan und so weiter, das sind alles Nachzöglinge. Die sehen alle von der Struktur her ähnlich aus wie Sumatriptan. Es gibt leichte Veränderungen am Molekül mit dem Ziel, um eine leichtere Abbaubarkeit oder um eine Wirkverzögerung zu verhindern. Das sind also Spielarten, wo sich dann Chemiker Gedanken machen, wie kann ich ein Molekül herumbasteln, damit das Molekül dann länger am Rezeptor klebt. Und da kommen wir gleich zum Wirkmechanismus. Es sind Agonisten, und zwar 5-HT1, das heißt so viel wie Hydroxytryptophan. Das ist das Serotonin. Der Rezeptor wird ist ein Agonist. Ein Agonist ist ein Stoff, der sich am Rezeptor festklebt und dort eine Wirkverstärkung hervorhebt. Im Gegensatz zu einem Antagonisten, der eine Wirkung verhindert. Also die Rezeptoren-Agonisten verstärken eine Wirkung und die Antagonisten verhindern eine Wirkung. Was tun diese Triptane? Sie verengen im Nachgang die erweiterten Gefäße und hemmen diese Neuropeptidfreisetzung aus diesen aktivierten Trigeminusnervenendigungen. Neuropeptide sind nichts anderes als bestimmte Proteine, die Nervenvesikel hervorrufen, die dann diese Schmerzkaskade, die dann diese Gefäßerweiterungsprozesse hervorrufen und über die dann letztlich dieser gesamte Schmerzablauf dargestellt wird. Und total unterbrechen den schmerzvermittelnden Bereich in den Richtung Nucleus caudalis, das ist ein bestimmtes Areal im Hirn, wo Schaltstellen umgelegt werden, wo Schmerzreize dann über ganze Körperregionen im Gehirn und am Kopf, die dann zu diesen Auswahlerscheinungen führen, die dann dort kontrolliert werden. Das ist also das, was wir derzeit am Markt haben. Wer mit Triptanen arbeitet, der wird feststellen, und danach kommt nichts mehr, das ist das Ende der Fahnenstange in der klassischen Schulmedizin, weil danach gibt es eigentlich nichts mehr. Es gibt auch keine experimentellen Werkstoffe oder Werkzeuge oder Wirkstoffe, die da auch nur annähernd etwas bewirken. Also Triptane sind mittlerweile Ende der Fahnenstange. Um dieses Prozessgeschehen hier nochmal übersichtlich darzustellen, mag diese Folie greifen. Es soll zeigen, welche Regionen im Gehirn betroffen sind. Da haben wir einmal die Gefäße, meistens Arterien. Dann haben wir ja die Hirnhaut, über die dann letztlich diese Schmerzrezeptoren getriggert werden. Dadurch entsteht letztlich der Schmerz. Das limbische System ist aktiviert. Wir haben den Hirnstamm, über die die überempfindlichen Reize gesteuert werden. Und der klassische dritte Trigeminusnerv, der dann letztlich über seine Verästelung dieses Schmerzempfinden über den gesamten Gesichtsbereich links oder rechtsseitig steuert. So, das ist aber jetzt nur der formale Aspekt. Was mich jetzt interessiert ist, oder wo bei mir es in meiner Entwicklung von Regulationsmitteln geht. Erstens, was passiert da wirklich? Womit hängt das zusammen? Und was genau kann getan werden, um auf Regulationsbasis oder auf Regulationsebene diesen Prozess anders zu steuern? Zunächst einmal muss man fragen, was passiert da tatsächlich und warum passiert das? Denn jemand, der Migräne hat, der weiß nur, wo es ihm weh tut. Die Frage, was ihm weh tut, ist in aller Regel unklar. Oder weiß jemand von Ihnen, der unter Migräne leidet, was ihm weh tut? Hat jemand eine Idee?
Wo es Ihnen wehtut, ist Ihnen klar, nämlich im Kopf. Aber was wehtut? Es ist ja ein Schmerz, der letztlich sich nur über den Kopf äußert, aber hat mit dem Kopf selbst nichts zu tun. Das ist nur der Bildschirm. Das, was Sie gerade angucken, ist ein Bildschirm. Aber das, was Sie sehen, das ist ja nicht das, was ich bin, sondern das, was ich hier abbilde. Und das ist ein Unterschied. Wir kennen zwar den Ort des Empfindens oder Ort der Abbildung, aber wir haben keine Ahnung, was dort abgebildet wird. Ist die Frage jetzt ein bisschen deutlicher? Ja, es gibt auch für den zweiten Teil eine Videoaufzeichnung. Genau, es ist einfach zu viel da, was sie nicht verarbeiten kann oder will. Die Kurzfassung ist, ich halte es im Kopf nicht mehr aus. Die Frage ist, was halte ich im Kopf nicht mehr aus? Es sind ja ähnliche Dinge, die periodisch immer wieder auftreten. Und das wird verständlich, wenn wir uns jetzt mal die Organe unter einem anderen Aspekt betrachten, nämlich über die Analogien. Und dann schauen wir uns mal die verschiedenen Regionen an. Da haben wir einmal das limbische System. Das limbische System ist der Ort, wo wir unsere Gefühle verarbeiten. Und zwar die Attraktionsebene der Gefühle ist zwar im Menschen die Schilddrüse, weil dort wird die Gefühlsebene gesteuert. Da bin ich überhaupt erst in der Lage, Gefühle auszudrücken. Das ist dann der Ort, in dem ich dann oder über den ich dann das, was ich wahrnehme, empfinde, ausdrücke. Schmerz, Glück, Hoffnung, Liebe, Zorn, Wut, das sind alles Dinge, die über die Schilddrüse laufen. Und das limbische System ist der Ort, in dem diese Dinge gespeichert werden, um dann letztlich rückkoppelnd wieder im Organismus zu wirken. Inhalte von Strukturen im limbischen System sind zum Beispiel, dieses Gefühl ertrage ich nicht mehr, dieses Gefühl erinnert mich zu sehr an schmerzhafte Dinge oder diese Erinnerung ist für mich unerträglich. Wenn so etwas gespeichert ist, das meinte ich vorhin mit was tut weh, nicht wo, was. Solange Sie an Ihre Erinnerung keine Erinnerung mehr haben, kennen Sie halt nur den periodischen Schmerz alle 4 Wochen, der Sie daran erinnert. Aber Sie wissen nicht verdammt nochmal, woran erinnert er es mich? Und das ist der Punkt. Das limbische System ist sowas wie ein großes Archiv, in dem Sie all Ihre emotionellen Dinge festgehalten haben, vor allen Dingen die, die nicht gut tun oder nicht gut getan haben, die sich periodisch wieder äußern müssen. Dieses limbische System liefert dann diese Information über den Hirnstamm. Der Hirnstamm regelt dann sozusagen Ihre Lebensprozesse, denn alles, was lebensbedrohlich war und die Frage beantwortet, lebst du noch oder stirbst du schon, sind alles Sachen, die über unsere Zentralsteuerung im Hirnstamm organisiert werden. Denn dort geht es darum, ob ich überhaupt lebe oder nicht lebe. Und die Inhalte des Hirnstammes sind Steuerung der unwillkürlichen Lebensprozesse, also all das, was ich nicht kontrollieren kann. Ich missachte meine Instinkte und Intuition sträflich, obwohl sie mich am Leben halten. Oder ich möchte so nicht mehr weiterleben. Ich möchte gerne anders leben, aber nicht mehr so. Das sind dann die Dinge, die dann den Hirnstamm dazu veranlassen oder Stammhirn dazu veranlassen, bestimmte Reaktionen zu erzeugen und über den Weg zu steuern. Und zwar läuft diese Steuerung über das periphere Nervensystem. Das PNS steuert die Weiterleitung der eigenen Impulse zur persönlichen Expansion und Reife. Und Inhalte sind folgende: Ich würde gern wachsen und reifen, so wie es nach meinem Wesen entspricht. Doch erlaubt man mir das nicht, entweder im Außen oder ich mir selbst. Oder meine eigenen Ideen sind nichts wert. Ich muss das tun, was andere für richtig halten. Dann fangen diese Nerven an, ja, wirres Zeug zu produzieren, Parästhesien zu entwickeln, sich zu entzünden, bis zur multiplen Sklerose sich zu lähmen, wo einfach Degeneration abläuft. Aber nicht im Sinne von, das macht es aktiv, sondern als das Ergebnis eines Prozesses der Selbstlähmung oder der Selbstsabotage. Und diese Dinge werden dann auch über die Blutbahnen geführt, denn das ist das, was dann wehtut im Hirn, das ist eine Arterie. Arterien haben die Funktion, zielgerichtete Führung von lebensnotwendigen Dingen. Inhalte: Ich verliere für mich wichtige Dinge und Ziele aus den Augen. Und vieles von dem, was auf dem Weg ist oder was ich auf den Weg bringe, kommt nicht dort an, wo es hin soll. Das sind die Zusammenhangslinien, die Ihnen helfen, diese Folie, ich gehe nochmal auf die Folie 1 zurück, zu erklären. Also noch einmal, all das, was wir erleben, das betrifft nicht nur dieses Leben, speichern wir hier im limbischen System ab. Dieser Speicher hier ist der Träger all unserer Inhalte, all unserer Bilder, all unserer Erfahrungen, all unserer Erlebnisse, die wir nicht nur in diesem Leben, sondern auch in Folgeleben oder in vorherigen Leben abgespeichert haben. Und die müssen irgendwann raus.
Und die kommen auch raus. Dazu braucht es einer gewissen Attraktion, einer gewissen Reizfolge. Und diese Reizfolge führt dazu, dass der Hirnstamm durch einen bestimmten Attraktor, wie eine bestimmte Neigung, einen Reiz, ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Geste oder durch ein bestimmtes Ereignis im Körper selbst, beispielsweise durch Hormonumstellung, geschieht etwas, was mich erinnert an eine bestimmte Form, an eine bestimmte Phase in meinem Leben. Und dieser Reiz setzt ein Bild im limbischen System frei. Dieses freisetzte Bild triggert dann bestimmte Nerven, die setzen Neuropeptide frei und die erzeugen dann letztlich überhaupt erst dann diese Migräneattacke. Das ist der klassische Weg. Aber der klassische Weg lässt sich nur verstehen, wenn wir kapieren, was dort tatsächlich transportiert wird. Und da gibt es ganz häufige Ereignisse, die besonders bei Frauen eine Rolle spielen, nämlich die ihre eigene Weiblichkeit betreffen. Nämlich immer dann, wenn Frauen ihren Mann stehen müssen, wenn sie ihre weiblichen Instinkte, ihre weiblichen Inhalte nicht leben oder verraten oder verbrämen, werden sie theoretisch und praktisch alle 4 Wochen an das erinnert, was sie sind. Wenn sie das aber nicht wahrnehmen können, wollen oder dürfen, dann wird das, was in ihnen gespeichert ist, sie immer wieder daran erinnern müssen, bis sie sich dem Thema widmen und ihre Aufmerksamkeit nach innen richten. Diese Migräne ist nichts anderes als ein Weckruf mit dem Ziel, schau auf das, was dich wirklich betrifft und auf das, was dich als das ausmacht, als das, was du bist. Können Sie mit der Skizze was anfangen? Ist das nachvollziehbar für Sie? Denn der Körper tut nie etwas ohne Grund. Solange wir uns aber nur mit Neuropeptiden beschäftigen und nach Analysemethoden suchen, wie wir was unterdrücken oder was abschwächen, kriegen wir zwar etwas in die Hand, was uns gestattet, einen Prozess zu unterbinden, aber es beantwortet nicht die Frage, warum ist es überhaupt da? Und das ist so mein Job. Ich frage immer, warum ist es da? Was zeigt es? Was wird damit zum Ausdruck gebracht? Und wer das verstehen will, der muss tief in seine Geschichte eintauchen. Und er wird immer fündig, wenn er dort Dinge zutage fördert, die mit seinem Emotionalleben zu tun haben, die mit seiner Wirklichkeit, die mit seinen Wahrnehmungen von sich selbst zu tun haben. Und Frauen, die sich zum Beispiel immer wieder jemanden angucken müssen, den sie nicht mögen, den sie aber ertragen müssen, die werden alle 4 Wochen lang an das erinnert, was dieser Typ ist und was dieser Typ macht. Und erst dann, wenn dieser Typ verschwindet, dann hört diese Migräne auf. Das ist ein klassisches Beispiel. Also alles, was mit unseren Ansichten zu tun hat, mit unseren emotionellen Ansichten, die im limbischen System gespeichert sind, die werden regelmäßig im Zug unserer Sexualität, im Bezug uns der Fähigkeit, Leben zu zeugen oder Leben zu stiften, erinnert. Und diese Korrelation zwischen Lebensstiftung, Eisprung, Stiftungsfähigkeit, Gebäreigenschaften, also all das, was eine Frau als Wesen ausmacht, deswegen ist der Anteil der Frauen vielmal größer als bei Männern, sollten Sie der Frage nachgehen, warum betrifft mich das und was hat das mit mir und meinem Leben zu tun? Fragen Sie sich immer, worauf deutet dieser Umstand? Und erst dann werden Sie die Antworten finden, warum Migräne Sie so lange begleitet, bis Sie sich anschauen, was Migräne Ihnen erzählt. Ja, Cordula, wie taucht dann der Betroffene in seine Geschichte ein, um Ursachen zu finden? Hypnose ist ein Weg, es gibt viele Wege, ich will Ihnen gleich 2 vorstellen. Der Hypnoseweg ist ein klassischer Weg, aber Sie führen dann einen Menschen wirklich nicht mit bei Bewusstsein an diese schmerzhaften Bilder, sondern unter Hypnose. Und ich weiß nicht, wie gut Hypnose ist, das ist immer abhängig von dem, der es tut. Kann durchaus sein, dass wenn am Ende der Reise steht, ich weiß jetzt, worum es geht, dann ist immer die Frage, was tue ich jetzt mit dieser Information? Denn die müssen es ja verwandeln. Denn solange, noch einmal, solange dieses limbische System hier als Speicher ihrer Erinnerung sie daran erinnern muss, ist das Bild nicht versöhnt. Das Bild ist erst dann versöhnt, wenn sie dieses Bild verwandeln. Und dieser Verwandlungsprozess, der steht im Zentrum meiner Arbeit. Ist Migräne vererbbar? Ja und nein. Vererbung möchte ich insofern verstehen, dass wenn eine Großmutter in den
10er, 20er Jahre des letzten Jahrhunderts Dinge erlebt hat im Laufe des Krieges, die ihr wehgetan haben, und hat dann ein Kind gezeugt oder hat dann ein Kind bekommen oder hat dann ein Kind gestiftet, dann wird dieses Bild dieser Oma in den Embryo eingegraben. Der Embryo kommt zur Welt und es kann sein, dass dieser Embryo niemals Migräne entwickelt. Aber das eigene Kind, das heißt der Enkel, wenn das auch wieder ein Mädchen ist, dieser Oma wird dann dieses Bild transzendieren und wird dann stellvertretend für die Oma oder für das, was die Oma an Speicherung und Erinnerung hat, wird dieses Bild so lange tragen, bis dieser Enkel dieses Bild erkennt und freisetzt. Das ist das, was ich unter einer Erblinie verstehe. Das drückt sich nicht notwendigerweise in der Genetik aus, aber in unserem morphischen Feld, denn das, was wir sind, ist ja das Ergebnis unserer Geschichte und wir beziehen unsere Infos ja nicht nur durch die Erblinie Mutter-Vater, sondern das morphische Feld ist ja ein Informationsfeld, über die wir uns selbst verfassen. Der Mensch ist nichts anderes als der Ausdruck seiner mentalen, physischen, emotionellen Verfassung. Und das, was wir ausdrücken, ist immer das Ergebnis dessen, was in uns eingedrückt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt das ist, was wir da in uns eingedrückt lassen. So eine kleine Frage, wird dabei immer eine Generation, nein, nicht nur genau, aber klassischerweise ist das so, dass die Folgegeneration davon unbehelligt bleibt. Das liegt dort im Standby. Ja? Bis dann in der nächsten Generation jemand antritt, der dann, weil er sich diese Mutter ausgesucht hat, um das zu erlösen, um das zu klären, wenn er dann erkenntnisfähig ist. Medizin ist reine Bewusstseinssache. Medizin lebt nur von Ritualen. Letztlich ist Medizin nicht abhängig von dem, was ich tue, sondern wie ich es tue. Und der Umgang mit meinem Gegenüber ist ausschlaggebend dafür, was sich in meinem Gegenüber tut. So, dann schauen wir uns mal die Möglichkeiten an, die sich daraus ergeben. 1, 2, 3, 4, 5. So, Carsten Nagel, mein Sohn hat auch schon Anzeichen, meine Frau und ihre Schwester haben sehr häufig Anfälle. Also dann gucken Sie Ihren Sohn an. Wenn dieser Sohn eine enge Beziehung zur Mutter hat, dann trägt Ihr Sohn das für seine Mama weiter. Das wäre so der klassische Weg. Und bei Beate drückt sich das unmittelbar an die Tochter aus. Also wir haben ein Phänomen in der Gegenwart. Unsere Großmütter waren noch Mütter. Im Sinne von biologische Emotionalwesen als Frau, weil sie noch ein uterales Bewusstsein hatten. Unsere Eltern hatten das noch zum Teil, aber die Generation, die jetzt gebärfähig ist, hat in der Regel kein uterales Bewusstsein mehr, weil sie hat korrumpieren lassen über Geld. Und diese Prostitution über Geld führt dazu, dass meine Karriere oder meine Arbeit mir wichtiger ist als ich und das, was ich in mir trage. Emanzipation, das nur am Rande, hat nichts mit der Wertschätzung der Frau zu tun, sondern dient ausschließlich und einzigartig der Kontrolle der Frau. Die einzigen, die es nicht wissen, sind die Frauen selbst. Das ist leider ein Kuriosum, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Frauen arbeite, die dann, wenn sie ihr Selbstverständnis beleuchten und feststellen, warum tue ich ihnen das eigentlich, was ich da tue, da kommt immer eine Antwort, um akzeptiert zu werden. Also diese grundlegenden Dinge der Akzeptanz führen dazu, dass ich aufgebe, was ich bin, nur um geliebt zu werden. Nur werde ich nicht um meiner selbst willen geliebt, sondern um das, was ich tue. Und wird das dann entdeckt, dass der Applaus oder dass dieser Zustimmung, die ich erfahre, nicht meinem Wesen, nicht mir als Mensch gilt, sondern nur dem, was ich mache, also meiner Funktion, die tauchen dann ganz, ganz tief in Depressionen ab, weil sie dann diesen inneren Widerspruch und diese Zerrissenheit nicht wirklich ertragen können. So, die Heilmittelkomplexe, die ich mache, dienen einer bestimmten Zielsetzung, nämlich sind nicht gemacht, um Dinge zuzumachen, wie das Triptane tun. Triptane drücken nur was zu oder was unter. Das Thema bleibt ja. Das ist so, als wenn die Stecker aus der Steckdose rausziehen. Der Strom bleibt ja auf der Dose, auch ob sie Stecker da rausziehen oder nicht. Mein Ziel ist, der Frage nachzugehen, wer strukturiert den Strom in der Dose? Und diesen Konflikt müssen Sie sichtbar machen. Erst wenn Sie ihn sichtbar werden lassen, können Sie ihn auch dahinter verstehen. So. Beate, Selbstliebe habe ich noch gar nicht angesehen. Ich wurde nicht von meinem, ja, es ist ein emotionales Thema und es tut weh, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber wir haben keine Chance, wenn wir uns dem nicht stellen, was uns weh tut. Denn solange wir unser Hirn dazwischen schieben, das heißt unseren Verstand, kommen wir nicht weiter. Die Probleme, die ich gerade beschreibe, sind durch Denken erzeugt. Aber wir lassen sie nicht durch Denken lösen. Denkprobleme lassen sich nur durchs Herz lösen. Das heißt, durch unser Gefühl. Und nur wenn wir unserem Gefühl wieder trauen,
und uns eingestehen, was uns wirklich fehlt, dann können wir das heilen. Heilen können wir nur, wenn wir die Energie A in eine Energie B umwandeln. Denn wir können nicht zerstören. Energie können wir nur verwandeln. So, Julia S., wenn man Migräne in der Schwangerschaft hat, ist dann das Kind davon betroffen? Ja, unmittelbar, sofort, weil das Kind überträgt das. Das Kind übernimmt diese Information, weil es gibt keine Unterscheidung zwischen Ihnen und Ihrem Uterus. Sie sind eine Einheit. Mutter und Kind bleiben so lange eine Einheit, bis dieses Kind selbstständig geht. Das heißt also auch Säuglinge und Kleinkinder bleiben so lange eine Einheit mit der Mutter, bis dieses Kind selbst ich sagen kann. Solange das Kind nur Mama sagen kann, als Ausdruck von ich bin du, bleiben diese Prozesse alle verknüpft. So, Beate, also im Kopf versuchen zu verstehen, aber Lösung im Herz, richtig. Es muss aus dem Schädel raus, ganz zwingend, denn dort gehört es nicht hin. Dort ist es zwar sichtbar, aber dort entsteht es nicht. Es ist ein Emotionalthema, was wir letztlich erfahren haben. Und das können wir nur lösen, indem wir uns dem Gefühl stellen, was diesen Umstand steuert. So, Barbara, ich denke schon, dass unsere Mütter uns lieb haben, doch ist es ihre Art Liebe, die ich brauche und so weiter und so weiter. Der Punkt ist einfach, unsere Eltern haben das Beste getan, was sie konnten. Und auch wir tun das Beste, was wir können, in unserem Vermögen. Aber das, was wir nicht mehr mögen, vermögen wir auch nicht mehr. Und das, was wir nicht vermögen, können wir auch nicht weitergeben. Also all das, was wir tun, tun wir immer nach bestem Vermögen. Aber ob das, was wir wirklich unseren Nachkommen geben, ob die das brauchen, ist eine andere Frage. Es gibt eine Kurzfassung. Das, was wir brauchen, bekommen wir nicht. Und das, was wir brauchen, das, was wir brauchen, bekommen wir nicht. Das ist die Kurzfassung. Da können Sie, an dieser Kurzfassung können Sie vieles ablesen, um die Prinzipien zu verstehen. So, also ab dem 822, ich verschwinde die Migräne dann beim Kind. Das verstehe ich zwar jetzt nicht, aber wird mit einer Schwangerschaft zu tun haben. Wenn das, also das, bitte die Frage nochmal wiederholen. Also, die Zielsetzung meiner Mittel dient der Regulation, um die Dinge zu klären, um sie dann zu zeigen und sie dann zu lösen. Denn lösen lässt das Ganze nur auf der Emotionalebene. Wenn das Kind groß ist, schauen Sie die Baustellen Ihres Kindes an. Unter welchen Themen leidet Ihr Kind derzeit? Gucken Sie es einfach nur an und setzen das im Zusammenhang mit Ihrem eigenen Lebensweg. So, da gibt es einmal den Migränekomplex, den ich hier nur anbieten kann. In diesem Migränekomplex sind verschiedene Muster strukturiert in Form von Wasserstrukturen. Ich arbeite über Wasser-Dampf-Mazeration, das ist ein spagyrisches Mittel. Ich destilliere Pflanzen, Achille, Lycopodium, Euphrasia und so weiter. Das ist der Pflanzenanteil. Der kommt aus der Region Phylax-Spagyrik. Und dann meine eigenen Teile, ATP, Ubiquinon, Thiamin, Nicotinamid, Rutin, Östrogen und Progesteron. Das sind die Sachen, die ich dann als Stoffe destilliere, um sie damit den Migränekomplex als Muster anzubieten. Und wenn das gesprüht wird, simuliert der Anwender die Informationen, die da hinterlegt sind. Und die Pathophysiologie, die hier gespielt wird, die setzt im limbischen System die Bilder frei. Noch einmal, es geht darum, zu erkennen, worum es geht. Und der Migränekomplex hilft, diese Schleusen zu öffnen, damit das, was gebunkert ist, freigesetzt wird. Denn nur so, wenn es sichtbar wird, können Sie es verändern. Und im Komplex selbst ist auch immer ein Modul enthalten, die Ihnen gestattet, das, was jetzt da ist, zu verwandeln. Es reicht also nicht nur, dass Sie jetzt mit der Erkenntnis alleine gelassen werden, sondern dass Sie auch etwas an die Hand geben, wie Sie dann diese Erkenntnis verwandeln können in das, was Ihnen gut tut. Cordula fragt, das sind körpereigene Hormone, die wir destillieren und die dann im Wasser als Destillat enthalten sind. Also dieses Mittel ist substanzstofffrei, da ist keine Substanz mehr drin. Durch das Destillieren wird nur die Information aus der Ursprungssubstanz getragen und im Destillat sind nur noch die Substanzinformationen enthalten, ohne Wirkstoff selbst. Aber der Körper kann das lesen, weil jede Applikation in der Mundschleimhaut führt dazu, dass dieses Raummuster im Körper gelesen wird und dann wird sofort im limbischen System diese Erinnerung frei und dort geschieht dann die verschiedene Reaktion. Also bioidentisch, ganz genau, es sind bioidentische oder tatsächlich identische Östrogene, Progesterone, die wir dann verarbeiten, um dann diese Reaktion zu erzeugen.
Das kann ich, aber die ganze Technik kann ich hier nicht ausbreiten, weil das ist Sache von Seminaren. Ich will Sie nur ein bisschen über das Wie informieren. Die ganze Technik, die muss ich mir leider, weil ich zu wenig Zeit habe, sparen. So, das ist der entscheidende Träger. Also der Migränekomplex hilft und zwar nicht erst dann, wenn die Migräne anläuft, sondern vor allen Dingen vorher, denn das müssen Sie ja lernen, Ihren Speicher leer zu machen und nicht immer dann auf Attraktion zu warten, so jetzt ist wieder soweit, jetzt darf ich mich darum kümmern oder jetzt darf ich es mir anschauen, sondern der Migränekomplex ist gedacht, um das regelmäßig zum Einsatz zu bringen, um sukzessive die Bilder aus dem Nervensystem freizusetzen, die darauf warten, freigesetzt zu werden und erkannt zu werden. Denn nur Sie können die Erinnerung verändern, sonst niemand. So, parallel dazu gibt es den Orthomigräne-Kapselnanteil. Wir machen auch Orthomolekularmedizin. Kann ich nur empfehlen für die, die auch substanziell arbeiten möchten. Das lese ich jetzt nicht vor. Da geht es darum, dass unsere Rezeptoren durch den Anteil aktiviertes Kochsalz auch einen Informationsanteil enthalten, die helfen, das, was in der Kapsel enthalten ist, auf der Substanzebene richtig zu verarbeiten und richtig zu vertreten. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Jetzt kommt der Königsweg. Der Königsweg ist dann der Fall, wenn ich meine ersten Erfahrungen mit einem Komplexmittel wie Migränekomplex oder mit Gyno oder was auch immer gemacht habe, das heißt eine gewisse Vorstellung habe, was das tut. Und dann im Schritt 2 oder Schritt 3, wenn ich dann feststelle, das ist mein Weg, da möchte ich weitergehen, dann empfehle ich grundsätzlich, einen Individualkomplex zu kochen. Das heißt, ich brauche dann Blut, Urin, Tränen von jemandem oder Menstruationsblut, je nachdem, wie diese Migräne kodiert ist. Und ich destilliere dann diese Körperstoffe zu einer Nosode. Das ist also ein Begriff, der aus der Homöopathie kommt. Und mit diesem Nosodenanteil versetze ich dann entweder mit dem Migränekomplex als Zusatz oder ich mache einen Test und bekomme heraus, die Migräne, die jemand hat, hat mit Migräne zu tun, sondern bekommt einen Kinderkomplex oder einen ADS-Komplex oder Osteoporose kommt oder was auch immer. Also ich prüfe bei einem Test, was ist das verursachende Muster, die heute Migräne heißt. Das ist also eine echte Kausaltherapie. Also wenn jemand diesen Weg der Individualtherapie geht, dann empfehle ich grundsätzlich immer herauszubekommen, was ist dein Korrekturmuster, was wir zusetzen müssen, damit du über deine Migräne die richtige Information bekommst. Und dann gibt es einen weiteren Teil, den Identifikationsanteil. Wir haben drei Pole für Männer, Frauen und für Kinder. Und wir kriegen heraus auch über diesen Test, was fehlt. In der Regel sind es Kindermuster, weil eben viele Sachen in der Kindheit nicht angelegt sind. Die können wir nachsimulieren und ermitteln dann über den Test auch die richtige Korrekturebene. Das heißt, ich bekomme heraus, ob ich all das einmal, zweimal, dreimal oder siebenmal destillieren muss, je nachdem, auf welcher Ebene ich andocken muss, weil die Ebene ist entscheidend, wo das Problem verankert ist. Das sind so die entscheidenden Phasen, die mit einem solchen Werkzeug geregelt werden können. Aber das ist echt, also der Individualkomplex ist sowas wie ein Königsweg. Das ist der Goldstandard für all diejenigen, die ihre Themen wirklich am eigenen Grunde biografisch klären wollen. Denn all das, was sie mit sich herumschleppen, bleibt so lange wirksam, bis sie es verwandeln. Und da der Körper alles behält, können sie die Körperstoffe nutzen, um diesen Körperstoffanteil als Verwandlungsebene zu nutzen. Denn wenn wir das spagyrisch aufschließen, verarbeiten, destillieren, bekommen sie sozusagen ihren Informationsspiegel zurück, der ihnen hilft, präzise das anzuschauen, was immer noch in Ihnen verborgen und in Ihnen gebunkert ist. Ist das hier verstanden? Ich glaube, ich verstehe jetzt die Juli-Frage. Also, wenn die Mama das Thema Selbstliebe oder was auch immer klärt und dann diese Migräne keinen Grund mehr hat, zum Ausdruck zu kommen, dann ändert sich das automatisch beim Kind. Sofern das Kind diese Migräne und das, was da passiert, nicht mittlerweile als eigene Wahrheit akzeptiert. Gut. Also, dann fasse ich mal zusammen. Ich versuche 5 mal 2 Durchschüsse zu empfehlen als Anfang. Jeder kann und soll dann davon abweichen, wenn ihm das Gefühl sagt, ah, das ist zu viel, das ist zu wenig. Da gibt es dann irgendwann einen eigenen Impetus für. Hören Sie auf Ihr Gefühl und setzen Sie immer dann den Impuls an, wenn das Gefühl sagt, so, jetzt brauche ich diesen Impuls, dann machen Sie das einfach. Das ist das Einfachste, denn ich kann nur sozusagen den Anfangsrahmen liefern, über die ich Ihre ersten Gehversuche mache.
Und wenn Sie dann anfangen zu laufen, werden Sie feststellen, wie Sie laufen müssen. Und dann strukturieren Sie über die Art und Weise, wie Sie sprühen, wie Sie Ihren Lauf ordnen und organisieren. Also, während der Migräneattacke kommen gespeicherte Inhalte zum Ausdruck, die Sie mit schmerzhaften emotionalen Erlebnissen zu tun haben. Das ist die Kurzfassung, denn nichts geschieht ohne Grund. Das limbische System speichert diese Erinnerung und sie werden dann durch analoge Reize bezüglich des Inhaltes im Ausdruck aktiviert und dann über das Stammhirn ausgedrückt. Die Manipulation in der klassischen Schulmedizin der neurophysiologischen Prozesse führt zwar zur Linderung, aber niemals zur Klärung, weil die nicht verstehen, was da wirklich passiert. Die Migräne hört dann vielleicht kurzfristig auf, sie kommt immer wieder und sie wird bestenfalls verlagert. Oder sie wird später verstärkt, wenn auch Triptane nicht mehr funktionieren, dann ist dann Ende der Fahnenstange. Das heißt, dann wird der Druck so groß in Ihnen, weil er nach Ausdruck sucht, dass Sie es nicht mal mehr mit Stecker rausziehen klären können. Heilung der Migräne, das ist die Klärung der Unversöhnung der gespeicherten Inhalte voraus. Also all das, was Sie in sich tragen, sollten Sie angucken und verändern. Denn solange Sie es nicht verändern, wird es in Ihnen Druck machen und wird es in Ihnen nach Ausdruck suchen. Anders geht es nicht. Und der von mir vorgestellte Migränekomplex zeigt Ihnen den ersten Schritt in diese Richtung. Das heißt, es hilft Ihnen zu erkennen, was Sie in sich selbst speziell im limbischen System gespeichert haben. Welche Erinnerungen, welche Bilder sind da aktiv und welche tun da bis heute weh? Deswegen frage ich vorhin. Sie wissen zwar, wo es Ihnen weh tut, rechter Kopf, aber Sie wissen nicht, was Ihnen weh tut. Und dieses Was, das Bild, diese Erinnerung, diese Speicherung, wie geht es? Was hat mir wirklich wehgetan? Und wer die Migräne überwinden will, kommt um die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Geschichte nicht herum. Das ist die klare Aussage, die ich Ihnen mitgeben möchte, denn alles andere führt zu nichts, es führt nur zu Verlagerung. Wenn Sie einem System den Ausdruck an der Stelle A verweigern, wird dieses System eine Stelle B finden, wo es diesen Ausdruck leistet. Und das merken Sie dann, wenn Sie nicht nur Migräne haben, sondern gynäkologische Probleme, Schilddrüsenprobleme, was auch immer, Herzprobleme. Der Körper wird immer einen zweiten, dritten, vierten Ausgang finden müssen, um auf sein ursprüngliches Problem aufmerksam zu machen. So, wer das nachlesen möchte, kann das auf der Seite bei uns, landapo.de/migräne. Da habe ich jetzt mittlerweile eigene Themenkomplexseiten gemacht. Lesen Sie das nochmal in Ruhe und versuchen Sie das mal in sich hineinzuspüren und Sie werden feststellen, da ist etwas, was Sie antriggert. Beate fragt vor und in der Menopause sehr viel stärker. Warum? Naja, hier geht es um das Selbstbild. Was ist Sinn der Menopause? Etwas, Ihre Gebärfähigkeit geht zurück. Die Frage ist, welches Feuer brennt noch in Ihnen? Welches Bild, was die Beate in sich getragen hat bis heute, ist bis heute unerlöst als Frau? Welche Wünsche, welche Erfordernisse, welche Illusionen, welche Träume sind bis heute nicht gelebt? Und all das drückt sich dann über die Migräne aus, immer dann, wenn es sich im Zuge von Menstruations- oder im Zuge von Regelbeginn äußert. Familie, gucken Sie sich Ihre Mama an, schauen Sie Ihren Papa an, schauen Sie an, was der Papa von der Marlene wollte, von der Beate wollte. Was hat Beate getan, um dem Papa zu gefallen? Und was tun die Männer heute? Oder was tun sie mit Männern oder mit ihrem Ehemann, damit es dem gut geht und, und. Also das ist eine... Das ist eine komplexe Geschichte, die immer auf das Gleiche hinausläuft, nämlich habt mich lieb und beachtet mich um das, was ich bin und nicht um das, was ich tue. Das ist die Information. So, zweite Seite, für die, die lernen wollen, was wir hier tun, landapo.de/Seminare, hier ist oben schon grün angezeichnet, da finden Sie Wege für das nächste Jahr, wie Sie lernen können, vernetzt zu denken. Da mache ich auch Einführung in meine Heilkunst, das heißt, wie ich meine Mittel konstruiere, worauf sie beruhen. Und das ist eine spannende Geschichte. Das geht in der Apotheke bei uns. Da lernen Sie, wie Alchemie praktisch funktioniert. Was ist überhaupt Verwandlung und wie läuft das Ganze? Und da mache ich auch Supervision dreimal im Jahr. Also Menschen kommen zu mir, die mit sogenannten ungelösten Problemen schon überall waren, die dann irgendwann mit sich selbst konfrontiert werden wollen. Und die landen dann wo auch immer. Manche landen bei mir. Und die erfahren dann vieles über sich, was sie so noch nie erlebt haben. Und dann können sie das verändern. Und erst wenn sie aus dem A-Strich machen, dann hört all das auf, was bis heute wehtut. Es bleibt zwar da als Erinnerung, aber es tut nicht mehr weh. Darum geht es. So, die Mittel habe ich alles zusammengefasst unter der Komplexmittelseite, komplexmittel.org. Wer da mal schmökern möge, wer da mal schmökern will, der findet eine Vielzahl von Informationen, die hier
zusammengefasst sind. Also es ist eine sehr, sehr umfangreiche Webseite, die eigentlich zu jedem Thema was mehr oder weniger Schlaues erzählt. Dann gucken Sie, gehen Sie einfach mal hier in diese rechte Seite von ADS, Zerebral, Migräne, Mut, Parkinson, also es geht bis zu Zähnen. Das ist, glaube ich, 70 Mittel beschrieben. Habe ich auch ein Compendium geschrieben, finden Sie auch auf der Seite. Und lesen Sie sich da mal ein und lassen sich inspirieren. Und da, wo Sie gefesselt werden, da bleiben Sie einfach und gucken, was hat das mit mir zu tun. So, ich habe die Kontaktdaten der Apotheke und auch, wo Sie was finden, als PDF-Dokument hinterlegt. Wenn Sie nachher auf die Irdip-Startseite zurückkehren, dann haben Sie hier den Reiter Dokumente. Und da ist dann hier das Kontaktdokument zum Runterladen da. Das können Sie dann anschließend runterladen und dann finden Sie dann die Informationen, die ich jetzt hier nochmal zusammengefasst habe, nämlich wo ich stecke, wie Sie mich erreichen können, entweder per E-Mail, über Internet oder per Telefon ab morgen. Wer Fragen hat, stelle sie mir jetzt oder stelle sie mir morgen oder schreibe in eine Mail oder was auch immer. Wer sich angesprochen fühlt, ist eingeladen, sich zu regen, denn ich kann Sie nur anregen, tun müssen Sie es. Ich kann es nicht tun, ich bin nur der Katalysator, ich bin der Tritt in den Hintern. Ich mache die Türen auf, aber das, was da rauskommt, müssen Sie selber annehmen und die Räume betreten müssen Sie auch. Mein Job ist es, Sie zu führen und Sie zu präparieren, anzuschauen, was Sie ansehen sollten und dann die richtigen Schlüsse rauszuziehen. Cordula, das Komplexmittel Fibromyalgie gibt es bereits, dann ist der Rheumakomplex. Der macht das, was die Fibromyalgie in Praxis tut. So. Ja, ich bin dann mit meiner Dreiviertelstunde durch, 50 Minuten. Jörg macht in 5 Minuten weiter. Dann will ich das Feld räumen. Gibt es Ihrerseits noch etwas, was ich jetzt beantworten kann? Sofern ich es vermag. Beate wohnt, glaube ich, in Amerika. Also wir schicken auch in die USA. Wenn Sie das haben möchten, schicken Sie uns eine Mail. Wir verschicken das auch über den Atlantik. Und wenn Sie das anspricht, dann ist das allemal wert betrachtet und ja, näher angeschaut zu werden. Ja, klar gibt es Spagyl fürs Herz. Nennt sich Herz-Kreislauf-Komplex. Anderer Vortrag, anderer Baustelle. Aber es ist im Prinzip das Gleiche. Würde ich Ähnliches zu erzählen, aber es geht immer ums Gleiche. Der Körper sucht sich die Ausdrucksformen, die er am einfachsten bedienen kann, weil sie dort verletzt worden sind. So, dann kann ich nur einladen, nachher nochmal beim Jörg zu gucken, um 5 vor. Was haben wir jetzt? 18.49 Uhr. Er fängt um 5 vor 7 an. Er hat sich mit seiner Anfangszeit ein bisschen vertippt, deswegen ist er 8.55 Uhr eine ganz blöde Zeit. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Deswegen verschwinde ich jetzt hier gleich und wünsche allen noch einen schönen Restabend. Das wird mein letzter Auftritt im Jahr 2015 sein. Wir machen irgendwann im Januar weiter. Haben noch keine Idee, wie wir weitermachen, aber wir werden weitermachen. Und das werden wir dann auf der EduD-Plattform wieder bekannt geben und wir hoffen, dass Sie alle eine friedliche, besinnliche und vor allem bewusste Zeit erleben. Und kann Sie nur einladen, machen Sie das Beste aus dem, was Sie haben. Denn Sie haben nur sich. Ja, Barbara, danke nochmal für die vielen Hinweise. Barbara war schon im Seminar bei mir. Die ist immer fleißig im Sinne von Verlinkung. Also wer zu faul ist, drückt jetzt auf den Link und kommt dann dorthin, wo er was nachlesen kann. So, dann geben Sie es weiter. Wer jemanden kennt, von dem er glaubt, das müsste er sich anhören, dann geben Sie einfach diesen Link weiter und alles weiter ist nicht in Ihrer Hand. Sie können nur Anstöße geben. Machen muss es das Gegenüber. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Ja, winke, winke und einen schönen Restabend und bis gleich wahrscheinlich. Dann, tschüss.